Am Wort ist jetzt von der FPÖ Philipp Schrangl. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hohes Haus. Der Schutz der Kinder geht uns alle an. Und durch die technische Weiterentwicklung wird und wurde es leider immer einfacher, solch Bildmaterial herzustellen und noch einfacheres zu verbreiten. Und dieses Gesetz trägt dieser Weiterentwicklung nun Rechnung, und daher stimmen wir dem natürlich auch zu. Doch der Kollege Markreiter hat schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Mit einem Antrag, wie ihn die Freiheitlichen schon lange im Justizausschuss liegen haben, nämlich die Verschärfung und weitere Maßnahmen gegen den Kindesmissbrauch, dann hätte es einen Fall oder so ein schändliches Urteil wie im Fall Deichtmeister nicht gegeben. Und was wir leider auch vermissen, ist, dass zwar der Missbrauch, der sexuelle Missbrauch von Kindern im Gesetz Einzug gehalten hat, aber nicht der sonstige Missbrauch von Kindern. Wir haben keine Berücksichtigung von Bildmaterial körperlicher und psychischer Gewalt sowie auch Vernachlässigung gegenüber Kindern. Ich finde, das hätte in dieser Gesetzesperiode oder in diesem Gesetz auch noch mitbehandelt werden können. Und dies fordert übrigens nicht nur die Freiheitliche Partei, sondern ist auch in einer Stellungnahme der Kinderschutzeinrichtung Die Möwe enthalten gewesen. Das heißt, Sie haben davon gewusst. Und Frau Abgeordnete Yildirim hat einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Herstellung und dem Konsum solches schrecklichen Bildmaterials. Wenn es jemand konsumiert, wird es wahrscheinlich leider auch immer jemanden geben, der dieses herstellt. Daher muss auch der Konsument mehr und mit höheren Strafdrohungen rechnen. Wenn die SPÖ doch nur so konsequent auch bei der Strafverschärfung im Bereich des Suchtmittelgesetzes wäre. Wir Freiheitlichen stellen daher noch weitere Forderungen, nämlich ein absolutes Tätigkeitsverbot bei einschlägig Verurteilten, Mindeststrafen einzuführen und einen lebenslangen Eintrag im Strafregister, damit wir unsere Kinder und damit die Vereine und auch die Schulen, Erziehungseinrichtungen unsere Kinder umfassend schützen können und damit kein einschlägig Verurteilter mehr durch das Raster fällt und mit unseren Kindern in irgendeiner Form zusammenarbeiten kann. Dankeschön.